Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu meinem Phantom 3 Standard Unboxing. Jetzt fällt mir es wieder ein, Unboxing. Ich habe vorhin noch Unpacking oder Opening oder sowas gesagt. Ich glaube, es heißt einfach Unboxing. Gott, bin ich gut. Ich habe wie so oft das Problem, dass die Audioqualität von der Kamera nicht so die Bombe ist. Aber egal, ich finde mein Ansteckmikrofon nicht. Los geht's. Die Penüpel hier öffnen. Ich habe es in einem anderen Video schon erwähnt, dass das hier ein Weihnachtsgeschenk war von meiner Freundin an mich. Vielen Dank nochmal, mein Schatzgeld. Man sieht mich jetzt nicht so gut in der Kamera, also eigentlich gar nicht, aber meine Aufbaute hier ist ziemlich kacke, deswegen, ja. Bevor ich es aufmache, nochmal ganz kurz hier die Verpackung im ganzen Phantom 3 Standard, GPS, 3 Achsen, stabilisierende Kamera, also da ist ein Gimbal dran, wie man hier eben sieht, ne, das ist ein Kameragimbal und Wi-Fi Gedöns. Man hat ja so einen Tragegriff, aber ich denke nicht, dass der Koffer dafür ausgelegt ist, um die tatsächlich zu transportieren, also in Zukunft. Aber ja, ich öffne es mal. Aber ich denke, für den Notfall kann man natürlich auch einfach die ganze Drohne in diesem Koffer transportieren, denn, also in diesem Karton. denn darin wurde sie auch geliefert. So schlecht kann er nicht sein. Hier sind die Manuals. Es ist ganz wichtig, dass man sich das alles durchliest. Wird gemacht. Ich will nicht, dass das Ding einfach abstürzt. Da geht ja dann einiges an Geld flöten. Und hier ist sie auch schon. Ja, die Kamera ist echt ein bisschen blöd, aber man sieht's noch. Ne? Ich habe mir jetzt eben erst das Display umgedreht. Aber was soll's? Was soll's? Ich hole sie einfach mal raus, die Drohne an sich. Hier ist die Drohne. Echt ein putziges Teil. Hier ist ein Schutz drauf für die Linse. Hier ist auch so ein Schutz für den Gimbal, dass es jetzt nicht rumzappelt, ne, so extrem rumwackelt. Dieser Gimbal ist später dafür da, also für alle, die nicht wissen, was ein Kameragimbal ist. Wenn ich die Kamera praktisch jetzt auf euch ausrichte und dann so mache, dann guckt die Kamera nach wie vor auf euch. Also wie so ein Hühnerkopf. Der stabilisiert sich die ganze Zeit. Dass man praktisch im Flug ein Objekt auch im Auge behalten kann. Die Drohne hat selbst auch einige Modi, dass sie zum Beispiel einem hinterherfliegen kann. Oder dass sie ein Objekt anschauen soll und darum kreisen soll und so gerade. Und dafür ist es sehr wichtig, dass die Kamera stabilisiert wird, auch alleine schon wegen dem Flug. Wenn man gerade ausfliegt, fliegt man ja so. Und die Kamera visiert aber trotzdem noch das gleiche Ziel an. Also außer sie ist so, dann stürzt ab. Ich stelle die Drohne jetzt mal hier unten hin und zeige euch den weiteren Inhalt des Kartons. Ich glaube, so ist es besser. Ganz wichtig natürlich die Fernsteuerung. Wir sind nicht schick. Ich hole sie mal raus. So, da hängt noch irgendein Jumpel dran. Oh, 10 Jahre. 10 Jahre DJI. Respekt, Leute. Ja, hier ist eine kleine Antenne. Hier drin sind aber auch noch weitere Antennen. Man kann hier diverse Modi umschalten. Ich habe mir natürlich im Vorfeld schon Videos angeschaut und habe eigentlich schon alles drauf. Mir ist wieder Haslav. Hier kann man dann sein Smartphone oder auch sein Tablet, wahrscheinlich nicht. Aber hier kann man sein Smartphone einhängen, denn diese Drohne wird unterstützt von einer App, auf der man dann direkt sich die Live-Bilder anzeigen lassen kann von der Drohne. Und die zeigt man sich dann eben auf seinem Gerät hier oben an. Es soll jetzt nur ein Opening werden. Ich muss jetzt ja nicht alles erklären, was, wofür, wie und warum ist, ne? Also ich will euch ja nur zeigen, was in diesem Set enthalten ist. Also, Fernsteuerung. Dann haben wir hier Accessoires. Also dieses abgebildete Stück ist dafür da, um die Motoren festzuhalten, damit man die Propeller leichter andrehen kann. Man kann die Motoren auch einfach mit der Hand festhalten. Also, hier sieht man's. Hier ist dieses Teil. Hier sind noch kleine Standfüße. Hier unten hat es so kleine Füßchen dran. Und noch diverse Dinge, um den Gimbal reparieren oder austauschen zu können. Also Teile davon. Hier diese kleinen Stabilisatoren. Da sieht man es. Dann ist hier das Ladegerät drin. Ich weiß nicht, muss ich das nicht zwingend auspacken, oder? Da ist einfach das Ladegerät drin. Hier ist das Ladegerät. Ich wollte es eigentlich eben nicht zeigen, aber jetzt habe ich es da rausgepackt. Ja? Direkt der richtige Stecker. Und hier zum Aufklappen eben, um es... Das kann man jetzt genau so hier reinstecken. Zack, schon ist es drauf. Und dann kann man die ganze Schose laden. Und hier ist noch das Ladekabel für die Kamera. Es ähnelt stark so iPhone-Ladegeräten, Kabeln. Hier drin sind die Propeller in diesem kleinen süßen Säckchen. Die Propeller. Und eigentlich war es da schon soweit zum Unboxing. Ich meine, der Karton ist fast leer. Hier ist noch so eine Trockengeschichte drin. Hier drin ist direkt der Akku. Hier. Das ist so ein Intelligent Fly Akku. Hier gibt einem halt rechtzeitig Warnhinweise. Also die werden direkt über die App, die man auf dem Handy hat, und auch die Drohne hier unten mit ihren Lichtern. Die hat hier 4 Lichter. Also man bekommt direkt mit, wenn irgendwas eng oder knapp wird. Und das Coole an dem Teil ist zum Beispiel auch, aber das ist jetzt nur so ein Special Feature, da sie GPS auslesen oder empfangen kann, also mit Satelliten in Verbindung steht, kann sie sich einen Startpunkt, einen Homepunkt merken. Und sobald die Fernsteuerung zum Beispiel ausgeht, also wenn sie keine Verbindung mehr hat zur Fernsteuerung, kommt sie automatisch an diesen Punkt zurück und landet einfach von alleine. Man kann automatisch starten, man kann automatisch landen und so weiter und so fort. Durch dieses GPS kann sie zum Beispiel auch einfach auf der Stelle schweben, auch bei mittelstarkem Wind. Sie hält dann selbst die Position. Man kann das aber auch einfach ausschalten, die GPS-Geschichte, und dann wird sie langsam weggedrückt vom Wind. Also dann kann man halt so ein bisschen profimäßiger fliegen, sag ich mal. Aber gerade für Videoaufnahmen, die ich damit hauptsächlich machen will, ist sie perfekt gemacht, weil sie in der Luft stehen bleiben kann. Sie kann einem folgen, sie kann ein Ziel im Auge behalten und drumherum fliegen, sie kann eine Strecke abfliegen, die man ihr sagt. Also mit dem Teil kann man eigentlich fast alles machen, was man sich eben wünscht, mit einer Drohne machen zu können. DJI ist da, glaube ich, auch echt einer der führenden Hersteller. Also soweit ich gehört habe. Es gibt bei der ganzen Sache noch einige Dinge zu beachten. Unter anderem braucht man dafür eine extra Versicherung. Man braucht in diversen Bundesländern Aufstiegsgenehmigungen. Man darf
darf in diversen Teilen natürlich überhaupt gar nicht aufsteigen oder fliegen, also bei Flugplätzen oder über Menschenmassen darf man nicht fliegen und so weiter. Das steht aber auch alles in den Beschreibungen drin. Eine Sache bleibt noch zu sagen, hier in dieser Kamera ist direkt eine 8 GB SD-Karte mit drin, was ich sehr edel fand. Das habe ich nicht gewusst. Da ist einfach schon eine 8 GB Karte drin. Sehr schön. Da habe ich mich echt voll gefreut. Ich habe mir zwar schon eine 32 GB Karte zurechtgelegt, die ich halt hier noch übrig hatte, aber da wird direkt nochmal eine mitgeliefert, eine 8 GB Karte, was ich echt nice finde, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich einen Flug anhängen werde, also Flugsequenzen, oder ob ich die gesondert mache, weil ich erstmal alles laden muss und hin und her und ich... Ja komm, ich hänge noch Flugvideos dran, was soll's. Die müssten jetzt dann gleich losgehen. Hallo? Soll ich mich schon mal verabschieden hier jetzt, oder? Wir sind uns einig geworden. Ich verabschiede mich jetzt schon mal hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben, wem es geholfen hat, gefallen hat und wem es nicht gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und mir die Kommentare schreiben, warum es dir nicht gefallen hat. Okay? Gut. Ciao, ciao. So, hier nun die wunderschönen Flugaufnahmen. Ich bin hier am Anfang im Anfängermodus geflogen, also das wird einem direkt halt vorgeschlagen, wenn man das erste Mal alles kalibriert hat und gestartet hat und pipapo. Und in diesem Modus kann man nur maximal 30 Meter hoch und 30 Meter entfernt von der Fernsteuerung fliegen. Ich kann ihn jederzeit ausschalten, diesen Modus, aber ich dachte mir, gut, für den Anfang ist es ja erstmal nicht schlecht, ich will das halt nicht sofort irgendwie zerstören oder sowas. Aber ja, ich komme jetzt echt schon sehr, sehr gut mit dem Ding klar, also man sieht auch gleich ein paar rasante Geschichten und meine Freundin ist auch ein Stück geflogen. Also ihr könnt da unten auch sehen, dass sie das ist. Also jetzt gerade nicht, jetzt sieht man die Stadt. Aber diese zweite, kleinere Person ist meine Freundin. Und ja, genießt die Aufnahmen. Love.